Ich rufe also auf Tagesordnungspunkt 12, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Neuausrichtung der Fortbildung und Schulevaluation sichert Unterrichtsqualität auf hohem Niveau, Drucksache 19-4642, zusammen mit dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Unterrichtsqualität im Sinkflug, Sicherung von Lehrerfortbildung und Schulevaluation braucht angemessene Ressourcen, Drucksache 19-4821. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Und als Erstes erteile ich Herrn Schwarz für die CDU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Wir hatten eben ausführlich Gelegenheit, uns auszutauschen über die Herausforderungen, die ganz objektiv an den hessischen Schulen und auch für die hessischen Lehrkräfte derzeit anstehen. Und wir haben eben gerade Schwarz und Grün, der Kollege Wagner und meine Wenigkeit und der Staatssekretär deutlich gemacht, was wir alles tun, um genau bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Lehrerinnen und Lehrern im Sinne einer bestmöglichen Bildungschancen für die Kinder tatsächlich die Arbeit vernünftig und leichter zu gestalten. Und unstreitig ist, dass sich Veränderungen in der Schullandschaft schon immer tatsächlich entwickelt haben. Tatsache ist, dass der Wandel schon immer ein stetiger war. Und Tatsache ist, dass die Veränderungen, die in der Schule zu besichtigen und zu beobachten sind, auch in der Berufswelt sich niederschlagen. Und die Herausforderungen, die angesteuert werden, haben wir eben gerade sehr deutlich gemacht. Und genau deshalb sorgt die Landesregierung, sorgt die Koalition für ein zeitgemäßes, bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Unterstützungsangebot für die Schulen und für die Lehrkräfte. Das gehört nämlich genauso dazu wie die Unterstützung mit den nötigen Ressourcen, die wir eben gerade besprochen haben. Was sind die Herausforderungen? Und wir sprechen jetzt ausdrücklich über Fort-, Weiterbildung und Schulevaluation. Hier will ich gerne auf die vier zentralen Themenblöcke eingehen. Eben auch schon Thema gewesen, einmal die Heterogenität, die ethnische, religiöse und kulturelle Bandbreite, die wir in den Schulen haben, die Integration von Flüchtlingen kommt natürlich hinzu. Zweitens. Die Gesellschaft hat entschieden, das war eben gerade ein ausführliches Thema, Menschen mit Behinderungen und mit Beeinträchtigungen soweit, und das will ich betonen, pädagogisch und zielgleich möglich, inklusiv zu beschulen. Drittens ist, und das ist auch ein Phänomen unserer Zeit, in Teilen der Gesellschaft, das schlägt sich auf die Kinder nieder, ein grundlegender Mangel an Sozialkompetenzen leider zu beobachten. Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind heute zu vermitteln, zu erlernen. Das macht die Arbeit in der Tat nicht leichter. Und nebenbei, und dieses Nebenbei meine ich, und das bitte ich richtig zu verstehen, ist selbstverständlich auch das Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln. Das ist nämlich ein Zentrum von Bildungspolitik und von elementarer Bedeutung dann auch für die Karrierechancen der Kinder, die nicht nur in der Schule erfolgreich und glücklich sein sollen, sondern auch im späteren Leben, meine Damen und Herren. Viertens. Ist schließlich ein rasanter Wandel in der Wissens- und Informationsgesellschaft zu beobachten. Und genau deswegen gehen wir diese Herausforderung an. Und genau deswegen werden wir diese Herausforderung auch im Sinne von Chancen nutzen. Diese Aufgaben müssen alle bewerkstelligen. Lehrer und Schulleitungen müssen sich darauf einstellen. Ich habe es eben schon gesagt, das, was an stetigen Veränderungen auch über Fort- und Weiterbildung in der Schullandschaft vorgehalten werden muss, ist genauso im allgemeinen Berufswesen zu erbringen. Auch dort lebt der Mensch und lebt der erfolgreiche Mitarbeiter von stetiger Fort- und Weiterbildung.
Und genau, meine Damen und Herren, deshalb passen wir unsere Fort- und Weiterbildungsangebote an. Deshalb haben wir die Angebote für die Beschäftigten auf neue Füße gestellt. Und durch die strukturelle Neuorganisation, durch die Gründung der Lehrkräfteakademie im April 2015 ist dafür die Grundlage geschaffen. Im Zentrum dabei steht der Bereich pädagogisch relevanter Inhalte und der weiteren Stärkung der Unterstützung für Schulen. Und die Neuausrichtung, die haben wir auch auf gesetzliche Füße gestellt, der Schulevaluation. Die neue Fortbildungs- und Beratungsangebote orientieren sich ganz konkret am Bedarf der Lehrerinnen und Lehrer, ganz konkret an dem, was abgefragt wird. Und zwar haben wir entschieden, dass wir nicht aus dem Kultusministerium oder aus der Bildungspolitik heraus entscheiden, was ist relevant, sondern wir haben uns zusammengesetzt mit der Lehrkräfteakademie, mit den staatlichen Schulämtern, mit den Lehrerinnen und Lehrern, die tatsächlich dann auch Rückmeldungen geben, was ist von großem Interesse. Und von daher ist es ein Angebot, meine Damen und Herren, aus einem Guss. Die Themenwahl der Fortbildung haben ein zentrales Ziel, das habe ich eben gerade schon unterstrichen, die bestmögliche Förderung der Schülerinnen und Schüler mit der Priorität, Lesen, Schreiben und Rechnen und Benehmen zu vermitteln. Das ist nämlich die Grundlage für alles andere. Und da kommen dann hinzu die Medienbildung, die Inklusion, Berufsorientierung und als übergeordnete Aufgaben natürlich auch Ganztag und Integration. Wenn wir dann den Blick darauf werfen, was wir im Bereich der Schulevaluation machen, haben wir uns sehr genau überlegt, dass eine Veränderung des Ansatzes, eine Weiterentwicklung des Ansatzes sinnvoll ist. Wir wollen nämlich auf Antrag der Schulen die schulinterne Entwicklung, die schulinterne Evaluation stärken. Zweitens soll die externe Evaluation durch die Lehrkräfteakademie auch durch Anfrage der Schulleitung bzw. der Schulkonferenz oder des Kollegiums bestritten werden können. Und des Weiteren kann, und das ist dann vonseiten der Schulaufsicht möglich, eine themenbezogene externe Evaluation erfolgen. Das heißt, auf jeder Seite kann die Anfrage gestellt werden. Immer dort, wo Hilfe gebraucht wird, wird Hilfe und Unterstützung und Beratung vorgehalten. Damit werden die aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen angegangen, sowohl was die Fort- und Weiterbildung betrifft, aber auch was die Evaluation an den Schulen selbst betrifft. Ich will nicht ausblenden unser Pilotprojekt der Schulleiterqualifizierung. Und deswegen Sie kommen aber bitte zum Schluss, Herr Schwarz. Herr Präsident, ich komme gerne zum Schluss. Deswegen sage ich, unterm Strich ist das ein Konzept aus einem Bus, aus einem Guss, Bedarf, Theorie und Praxis und Best-Practice-Beispiele gehören zusammen. Deswegen bleibt soweit die Neuausrichtung der Fortbildung und der Evaluation an den Schulen sichert die Unterrichtsqualität auf einem hohen Niveau. Wir können Lehrern nicht versprechen, dass alles leichter wird, aber wir versprechen, werte Kolleginnen und sehr geehrte Kollegen, den Lehrern, dass wir die bestmögliche Unterstützung für die bestmögliche Ausbildung der Schüler vorhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schwarz. Und damit dem Kulturpolitischen Ausschuss auch nicht die Arbeit ausgeht, überweise ich jetzt noch einmal formell den Antrag aus dem letzten Tagesordnungspunkt in den Kulturpolitischen Ausschuss. Das hatte ich versäumt. Als nächster Redner erteile ich dann Herrn Degen von der SPD-Fraktion das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege Schwarz, bitte entschuldigen Sie, dass wir Sozialdemokraten nicht zu Jubel ausgebrochen sind, als wir Ihren Antrag gelesen haben.
hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass es ja nun einmal die Christdemokraten waren, die, ich glaube, zusammen mit der FDP nach 1999 die damals vorbildliche und sehr gut ausgestattete Fortbildungslandschaft für Lehrerinnen und Lehrer in Hessen zerschlagen haben, meine Damen und Herren. Man nannte es auch rote Kaderschmiede, glaube ich ja immer. Nur zur Richtigkeit. Meine Damen und Herren, bitte sehen Sie doch deshalb nach, dass wir deshalb Ihrem Antrag auch heute nicht folgen können und die Frechheit dann doch besaßen, einen eigenen Antrag zu formulieren. Im Übrigen, und insofern passt ja eigentlich die Reihenfolge der beiden Bildungsdebatten heute insofern, dass gerade dieser Sachverhalt, dass die Fortbildung in Hessen an die Wand gefahren wurde, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie heute die Belastungssituation an den Schulen ist, weil das nicht nur etwas mit fehlenden Stellen oder fehlenden Köpfen zu tun hat, sondern auch damit, dass eben das Fortbildungsangebot nicht mehr strategisch ordentlich organisiert ist, meine Damen und Herren. Ein aktuelles Beispiel, das war Anfang Mai, da schrieb der Hessische Rundfunk auf hessenschau.de, dass unter dem Titel „Kein digitales Konzept für hessische Schulen“ schrieb er, dass die digitale Welt nur in wenigen hessischen Schulen angekommen sei, meine Damen und Herren. Und das wird darauf zurückgeführt, dass Lehrkräfte bemängeln, dass eine medienpädagogische Strategie des Kultusministeriums fehlt. Darf ich wieder weitermachen? Also, Lehrkräfte bemängeln, dass eine medienpädagogische Strategie des Kultusministeriums fehle und medienpädagogische Fortbildung seien eine Dauerbaustelle, meine Damen und Herren. Und das ist ja nicht nur im Bereich der Medienpädagogik so. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wie ist eigentlich die Lage in Hessen in Bezug auf die Unterrichtsqualität? Das hat nicht mit den Lehrkräften zu tun. Die tun ihr Bestes. Es ist so, das habe ich schon angesprochen vorhin, inklusive Grundkompetenzen bei den Regelschullehrerinnen und Lehrern fehlen sehr häufig, weil es nach wie vor kein Bestandteil der Ausbildung und der Fortbildung ist, meine Damen und Herren. Fachfremder Unterricht hat deutlich zugenommen. Ich glaube, Kollege Wagner sprach vorhin Mathe und Deutsch, da trifft es in der Tat nicht so ganz zu, aber im Bereich Arbeitslehre haben wir in Hessen 60 bis 80% fachfremden Unterricht. In Ethik und Erdkunde ist es nicht viel weniger. Und im Bereich der politischen und historischen Bildung sind es ungefähr 50%, die fachfremd unterrichtet werden, so die Antwort auf eine große Anfrage der SPD zur Unterrichtssituation und Lehrkräftebedarf. So ist die Lage zur Unterrichtsqualität in Hessen. Oder nehmen wir das Beispiel, welche Fächer bekommen welche Aufgaben dazu. Nehmen wir Politik und Wirtschaft. Da kommt per Erlass die Berufsorientierung mit dazu. Da kommt dazu die Verbraucherbildung und das finanzielle Grundwissen, wo jetzt händeringend Lehrerfortbildungen aus dem Boden gestampft werden müssen, weil man längst nicht hier auf der Höhe der Zeit ist, um dem Kerncurriculum gerecht zu werden. Oder nehmen Sie auch die Antwort auf eine ganz aktuelle kleine Anfrage, dass überhaupt, meine Damen und Herren, die Zahlen muss man sich wirklich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, nur 10% unserer Lehrkräfte oder ganze 10% unserer Lehrkräfte überhaupt keine Lehrbefähigung haben, meine Damen und Herren. 10% der Lehrkräfte haben keine Lehrbefähigung. Und das nennen Sie dann Unterrichtsqualität auf hohem Niveau. Damit muss Schluss sein. Da muss endlich etwas dagegen getan werden. Ich glaube aber kaum, dass der Antrag von CDU und GRÜNEN hier ausreichend sein wird. Wir müssen, gerade wenn es um Fortbildungen angeht, nicht nur für die Schulleitungen wieder mehr Fortbildungsinfrastruktur aufbauen, sondern für alle Lehrkräfte und übrigens auch für die Schulaufsichtsbeamtinnen und Beamten. Auch da ist ein Fortbildungsbedarf, der angemeldet wurde, meine Damen und Herren. Wir müssen außerdem Anreize schaffen, auch an diesen Fortbildungen teilzunehmen. Und, hier gibt es viel zu tun, dementsprechend kein Grund zu jubeln. Zum Abschluss noch zu zwei Punkten, die auch angesprochen wurden. Erst einmal die neue Schulevaluation. Da muss ich ja sagen, das ist ja im Ansatz erst einmal richtig. Wir haben ja selbst gefordert, dass die Schulinspektionen abgeschafft werden, dass damit aufgehört wird, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Inspektion nach Inspektion, allein der Begriff ist eigentlich schon eine Qual, durchzuführen, ohne am Ende den Schulen ein Unterstützungssystem zu bieten, Hilfe zu bieten, wie sie auch die Ergebnisse der Inspektion daran weiterarbeiten können, meine Damen und Herren.
Allerdings, was da jetzt auf dem Boden gestampft wurde, indem jetzt an ein Schulamt ein oder zwei oder vielleicht auch im Beispiel Frankfurt drei Personen hingeschickt werden, die dann bei den Schulen anrufen und fragen, habt ihr Bedarf, können wir bei euch was tun? Ich weiß nicht, ob das so der effektive Weg für die neue Schulevaluation sein wird. Dementsprechend sind wir hier gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ebenso zur Frage der Schulleiterqualifizierung. Auch hier bitte ich um Verständnis, dass wir noch kein voreiliges Lob aussprechen werden. Da wollen wir erst einmal noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie der erste Durchgang auch war, wie viele Menschen da möglicherweise durchgefallen sind, was das für Gründe hat. Da sind viele offene Fragen, meine Damen und Herren. Dementsprechend verweise ich Sie auf den Antrag der SPD-Fraktion und freue mich, die beiden dann auch im Ausschuss weiter beraten zu können. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das nächste Wort hat Frau Abgeordnete Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Schwarz, vielleicht sollten Sie öfter einmal einen Antrag einbringen. Das hat mir immerhin ein neues Erlebnis verschafft. Sie haben das erste Mal, seit ich hier bin, eine andere Rede gehalten. Das finde ich großartig, nicht immer die gleiche. Ja, und dann finde ich das auch eine gute Gelegenheit zur Fortsetzung der Debatte von vorhin. Erstmal ist es ja sehr lobenswert, dass Sie die Schulinspektionen in der bisherigen Form abgeschafft haben. Wir hatten die Streichung der Schulinspektionen in den vergangenen Jahren in unseren Haushaltsanträgen immer wieder gefordert, weil die viel Geld gekostet haben und eigentlich nichts gebracht haben. Und jetzt legt hier die schwarz-grüne Koalition einen Antrag vor, der die Qualitätsentwicklung der Schulen und die berufliche Qualifikation zum Inhalt hat. Aber immerhin müssen Sie selbst unter Punkt 1 zugeben, dass immer neue Aufgaben und Herausforderungen an die Lehrkräfte herangetragen werden. Und da erinnere ich natürlich noch einmal an die vielen Überlastungsanzeigen und Brandbriefe der letzten Monate, in denen genau das Thema war und die allesamt von Ihrem Kultusminister ignoriert worden sind. Und jetzt soll dieser Antrag eine Reaktion hierauf sein. Dann muss ich sagen, dies ist Ihnen nicht gelungen. Die Reaktion ist nicht angemessen. Vielmehr ist es ja so, dass das Fortbildungsbudget für Lehrkräfte derart niedrig ist, dass es überhaupt nicht möglich ist, sich so fortzubilden, wie unsere Lehrerinnen und Lehrer es wollen und bräuchten. An dieser Stelle wird dann von konkreter Nachfrage und zielgerichteten Angeboten gesprochen. Das klingt ja auch erst einmal ganz gut, ist aber bei genauerem Hinsehen wenig konkret. Haben Sie denn überhaupt genügend Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte? Sind die Fortbildungsangebote wirklich so ausgerichtet, dass die Anforderungen erfüllt werden, die Sie im ersten Absatz Ihres Antrags formulieren? Gibt es ausreichend interkulturelle und interreligiöse Fortbildungsangebote? Gibt es genügend Angebote für Erziehungshilfe und für binnendifferenzierten Unterricht? Gibt es eine Fortbildungsoffensive für das große Ziel der Inklusion oder für die Integration der geflüchteten Kinder? Sie wissen, das gibt es nicht. Und Sie postulieren das hier. Aber die konkrete Umsetzung steht aus. Und wir erwarten mit Spannung und werden mit Spannung beobachten, welche Qualitätsstandards Sie entwickeln und was für zielgerichtete Angebote Sie den hessischen Lehrerinnen und Lehrern nächstes Schuljahr machen werden. So, zur Schulevaluation möchte ich sagen, dass es für die Schulen sicherlich sehr hilfreich sein könnte, wenn sie Beratung anfordern oder externe Experten für die Schulentwicklung heranziehen könnten. Doch auch hier bleibt abzuwarten, wie genau diese externen Hilfen in der Praxis aussehen, weil bisher war das nicht besonders berühmt. Ich sehe das so. Grundsätzlich müssen Schulen in die Lage versetzt werden, ihre Stärken und Schwächen selbst zu identifizieren. Dazu braucht man Zeit und weniger Überlastung, um eigene schulische Programme zu entwickeln und Schwächen aus eigener Kraft anzugehen. Wenn dann noch vom Land eine behutsame Unterstützung dazukäme, dann wäre das natürlich sehr begrüßenswert. An dieser Stelle möchte ich einschieben, wir unterstützen den Antrag der SPD nach einem Bildungsbericht.
Das wäre ja sozusagen eine Evaluation des Kultusministers der eigenen Arbeit. Das wäre eine gute Grundlage zur systematischen Entwicklung des hessischen Schulsystems. Meine Damen und Herren, bei der Qualifizierung von Schulleitungen setzen Sie ja in letzter Zeit eher auf das Führen. Auch in diesem Antrag klingt das wieder an. Sie wollen professionelle Führungskräfte. Jetzt ist gegen professionelle Ausbildung gar nichts einzuwenden, aber dagegen, dass zunehmend der Gedanke der Führung anstelle einer kollegialen Schulleitung Einzug hält, dagegen ist auf jeden Fall etwas einzuwenden. Das Prinzip Führen und Folgen, so hieß mein Seminar, wird nicht funktionieren. Eine qualitativ hochwertige Schule braucht kollegiale Strukturen, die die Kraft und das Wissen aller Kolleginnen und Kollegen bündelt. Selbst in der freien Wirtschaft gilt ja das Führungsprinzip heute nicht mehr als unumstritten. Längst ist es überholt und wurde durch Teampower ersetzt. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen die Abschaffung der Schulinspektion. Der Fortbildungsetat der Schulen muss deutlich erhöht werden. Schulen müssen Unterstützung bei der Entwicklung ihrer eigenen Ziele erhalten. Schulleitungen sollten in Teambildung geschult werden. Und da Ihr Antrag aber wieder einmal ein reines Postulat ist und keine konkreten Schritte enthält, werden wir ihn wegen seiner Placebo-Wirkung ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zu einer kurzen Intervention erteile ich dem Kollegen Schwarz das Wort. Herr Präsident, Frau Kollegin Faulhaber, Sie haben eben gerade kraftvoll dokumentiert, dass Sie offensichtlich weder zuhören noch verstehen. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, der Schwarz der stellt immer wieder die richtigen Dinge fest, dann sage ich, jawohl, das tue ich auch. Denn bestimmter Unsinn muss immer wieder gerade gezogen werden. Bestimmte Tatsachen müssen für Sie immer wieder platziert werden, damit die Öffentlichkeit nicht in die Irre geführt wird. Punkt 1. Punkt 2. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Schulleiterqualifizierung sei zwar ganz schön, aber Schulleitung habe nichts mit Führungsaufgabe zu tun, dann stellt sich für mich die Frage, in welchem Land, in welcher Welt leben Sie eigentlich, dass die ureigenste Aufgabe von Schulleitung zu führen, Perspektiven aufzuzeigen und eine Schule in die Zukunft natürlich zu geleiten. Das ist die Aufgabe von Schulleitung, immer im Team, immer mit dem Kollegium, immer mit der Schulgemeinde. Punkt 2. Punkt 3 kommt jetzt. Jetzt hören wir noch eine Sache zur Fragestellung bedarfsgerechter Fortbildung. Was wollen Sie denn jenseits der Punkte, die ich hier aufgelistet habe, bitte denn noch mehr? Ich habe genau diese Punkte, die Sie eben genannt haben, nämlich im Bereich der Inklusion, kann Bedarf angemeldet werden, wird Fortbildung gegeben. Im Bereich der Medienkompetenz kann Fortbildung angemeldet werden, wird Fortbildung gegeben. Im Bereich des Ganztags Fortbildung anfordern, Fortbildung wird gegeben. Sie stellen sich hier hin und tun so, als würde diese Thematik, und da verweise ich auf Pressemitteilungen aus dem Februar dieses Jahres, wo genau dieses Programm dargelegt worden ist, mit exakt diesen Punkten. Deswegen, es bleibt dabei, der Unsinn, den Sie als Unwahrheit hier stetig versuchen zu verbreiten, muss robust bekämpft und entschieden dagegengehalten werden. Alles andere würde die Öffentlichkeit irritieren. Und genau deswegen ist das eine gute Gelegenheit, in diesem Hessischen Landtag dann wechselseitig um eine Position zu beschreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, das habe ich dann wenigstens wieder mit. Danke. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Wagner für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben im vorigen Tagesordnungspunkt schwerpunktmäßig über Ressourcen, über die quantitative Ausstattung unserer Schulen mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Es liegt in der Weisheit dieses Hohen Hauses, dass der jetzige Tagesordnungspunkt dann stärker
das Thema Qualität in den Blick nimmt, also die beiden Faktoren, die für Schulen entscheidend sind und die natürlich auch einen inneren Zusammenhang haben. Es ist gut, dass wir uns mit der Qualität beschäftigen. Also, was wird aus den vielen Ressourcen, die wir ins Schulsystem investieren? Erreichen wir dadurch tatsächlich die Ziele, die wir uns gesetzt haben? Und auf diesem Weg zu fragen, wie ist es um die Qualität an unseren Schulen bestellt, war die PISA-Studie und die dadurch ausgelöste Debatte, auch wenn sie jetzt schon über 10 Jahre her ist, ein ganz wesentlicher Schritt. Weil die PISA-Studie hat in der Konsequenz dazu geführt, dass wir uns einer faktenbasierten Bildungspolitik zugewandt haben. Einer Bildungspolitik, für die nicht mehr entscheidend war, ob man glaubt, dass eine bildungspolitische Maßnahme richtig ist, sondern dass man versucht zu eruieren, ob eine bildungspolitische Maßnahme tatsächlich klappt. Also, wir sind vom Glauben zum Wissen übergegangen in den bildungspolitischen Debatten und in den bildungspolitischen Maßnahmen. Das war ein ganz wesentlicher Fortschritt für die Qualitätsentwicklung unserer Schulen, meine Damen und Herren. Im Zuge dieses PISA-Schocks wurden in allen Bundesländern Instrumentarien aufgebaut, um Bildungsqualität tatsächlich überprüfbar, tatsächlich messbar zu machen. Hier in Hessen war die Schulinspektion, der Schul-TÜV, wie das teilweise umgangssprachlich genannt wurde, eine ganz wesentliche Maßnahme dazu. Jetzt bin ich weit davon entfernt, jedes Detail dieser Schulinspektion zu verteidigen. Da gab es viel Kritik im Detail. Aber der grundsätzliche Gedanke, wir wollen wissen, wie es an unseren Schulen ist. Wir wollen regelmäßig durch eine externe Evaluation einen Blick von außen auf Schule richten. Das ist grundsätzlich richtig gewesen, eine grundsätzlich wichtige Entscheidung aus PISA in Ergänzung zu den internen Evaluationsprozessen, die es an unseren Schulen gibt. Und diese Schulinspektion, wie gesagt, bei aller Kritik im Detail, hat uns sehr viele wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Schulen in Hessen gegeben. Jetzt haben wir 2 Runden dieser Schulinspektion durchgeführt, viele wichtige Erkenntnisse. Und von Anfang an, da haben wir GRÜNE seit vielen Jahren darauf hingewiesen, hatte die Schulinspektion einen Konstruktionsfehler. Der Konstruktionsfehler war, dass wir viele Daten erhoben haben, dass wir viele Erkenntnisse gewonnen haben, aber dass es dann bei der Umsetzung in die schulische Praxis, dass dort ein Instrument fehlte, wie wir von Landesseite die Schulen dann auch unterstützen können. Und genau dieses Instrument haben wir jetzt geschaffen, indem wir die Schulinspektion überführt haben in eine Schulberatung bei den staatlichen Schulämtern, in eine Taskforce, die von den Schulen angefordert werden kann, um sie genau bei diesen Prozessen der Qualitätsentwicklung zu unterstützen, zu begleiten und hier den Gedanken der Schulinspektion und einer faktenbasierten Bildungspolitik jetzt tatsächlich auch noch stärker umzusetzen. Insofern ist es eine gute Maßnahme zur Unterstützung unserer Schulen. Es bleibt aber auch der externe Blick wichtig auf die Schulen. Auch das haben wir in der Neufassung des Schulgesetzes ja auch betont, weil es schadet niemanden, übrigens auch Landtagsfraktionen nicht, wenn sie sich ab und zu in Frage stellen lassen, wenn sie sich ab und zu beraten lassen. Ich glaube, das machen alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus ja auch. Die Opposition definiert das ja sogar als ihre Aufgabe, das mit der Regierung zu machen. Ob das immer so gelingt, das sei jetzt anderen Betrachtern der externen Evaluation anheimgegeben. Da will ich heute mal kein Urteil darüber fällen, Frau Kollegin Wissler. Also, wir haben ein Instrument geschaffen, um aus der Schulinspektion noch viel stärker Konsequenzen ziehen zu können. Und der zweite Baustein ist natürlich der, dass wir Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen, neue Erkenntnisse in ihre tägliche pädagogische Arbeit zu integrieren. Und auch da geht es dem Lehrerberuf so wie jedem anderen Beruf, dass sich ein Berufsbild ändert, dass sich die Herausforderungen eines Berufsbildes ändern und dass man dann natürlich darauf angewiesen ist, Fort- und Weiterbildung zu bekommen.
Und deshalb haben wir diesen Bereich jetzt weiterentwickelt, haben die dritte Phase der Lehrerbildung, also die Lehrerfort- und Weiterbildung, ausgerichtet an den Herausforderungen, vor denen unsere Schulen stehen. Ganztagsschule, Inklusion, Integration, Bildungs- und Chancengerechtigkeit. Genau das entwickeln wir jetzt. Und Sie sehen, da geht ein Bogen von den Erkenntnissen aus PISA, faktenbasierte Bildungspolitik, über das Feststellen der Fakten hin zu den Konsequenzen aus den Fakten, hin zur Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer und dann auch zur Lehrerausbildung. Das ist ein geschlossenes Konzept, das wir hier vorlegen, und wird mit Sicherheit weiter dazu beitragen, dass wir unser Bildungssystem verbessern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Herr Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Betrachtet man sich die Anträge, die hier vorliegen, bzw. deren Betreff bei der SPD Unterrichtsqualität im Sinkflug, bei der Koalition Neuausrichtung der Fortbildung und Schulevaluation sichert Unterrichtsqualität auf hohem Niveau, dann fällt schon auf, dass die selektive Wahrnehmung bei beiden Seiten schon Stielblüten treibt. Denn ob die Unterrichtsqualität in dem Maße von der Neuausrichtung der Fortbildung und der Schulinspektion abhängt, wie es hier suggeriert wird, das halte ich doch für mehr als fraglich, wenn ich daran denke. Wenn ich daran denke, was wir vorher debattiert haben, wie es tatsächlich an den Schulen aussieht. Deswegen in der Tat, Herr Kollege Wagner, Sie sollten sich ab und zu mal vielleicht nicht nur in Frage stellen lassen, sondern selbst in Frage stellen und schauen, was an den Schulen tatsächlich los ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Freien Demokraten haben schon seit geraumer Zeit gemeinsam mit zahlreichen Verbänden und vor allem mit den betroffenen Schulen und Lehrkräften angezweifelt, dass die Schulinspektion im herkömmlichen Sinne ihren Zweck und vor allem ihre Wirksamkeit erfüllt hat. In der ersten Runde mag das noch seinen Sinn gehabt haben. Denn die Zielsetzung bestand ja darin, den Schulen Anstöße für eine wirksame Schul- und Unterrichtsentwicklung zu geben und zielführende pädagogische Arbeit der jeweiligen Schule auch als Handlungserfordernisse, die bislang nicht im Fokus der Schule lagen, sichtbar zu machen. Auch wir haben im Übrigen die Notwendigkeit gesehen, die Fortbildung neu aufzustellen, haben das ja auch angestoßen, darüber hinaus die Qualifizierung mit der Lehrkräfteakademie voranzutreiben, um geeignete Lehrkräfte auch gezielt zu fördern und für neue Positionen, insbesondere auch für Führungspositionen, zu gewinnen. Im Übrigen haben wir uns mit der Frage der Qualität und der Art der Fortbildungsangebote hier ja schon hinlänglich im Rahmen der Debatte um unseren Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes auseinandergesetzt. Dass die angekündigte Novelle des Lehrerbildungsgesetzes, auf die warten wir wie auf so viele Gesetzesvorhaben dieser Koalition natürlich vergeblich. Meine Damen und Herren, das vorgelegte Konzept der Landesregierung vom Januar 2017 legt teilweise sehr detailliert die Zielsetzungen der Neuausrichtung dar. Aber die müssen sich in der Praxis erst einmal bewähren, die müssen bestehen. Und ob das gelingt, da haben wir schon so unsere Zweifel. Deshalb ist der Zeitpunkt des Antrags der Koalition, in dem die Koalition in der gewohnten Art und Weise die Landesregierung bejubelt, ein etwas verfrühter, wie wir meinen, weil es sich in der Tat erst noch zeigen muss, ob das denn gelingt. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, aber ich sage schon, so wie Sie herangehen, habe ich gewisse Zweifel daran. Deswegen werden wir uns bei Ihrem Antrag enthalten. Das Konzept, das Sie formuliert haben, muss erst einmal in der Fläche umgesetzt werden. Diesbezüglich gibt es noch eine Reihe offener Fragen, sowohl die Auswahl und den Umfang der Fach- bzw. Schulberater betreffend, die Frage der Realisierung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für die einzelnen Schulen, insbesondere auch in den 6 Schwerpunktthemen, die Frage der Expertenauswahl, die Frage der konkreten Durchführung der internen und externen Evaluationen, den Umgang mit den Evaluationsergebnissen ist besonders eine spannende Frage, sowie, und das steht immer im Hintergrund, die konkrete Ausfinanzierung. Diese Reihe an offenen Punkten lässt sich beliebig fortführen, und so muss sich die Neuausrichtung erst einmal bewähren, wie ich schon sagte. Auch das gilt das für die einheitlichen, transparenten Qualitätsstandards, die Sie zwar angekündigt haben, wo wir
aber bis heute noch nicht so richtig erkennen, wo die sich und wie die sich beweisen werden. Die Grundprobleme, die der Schulinspektion zugrunde lagen, die bleiben bestehen, und da fehlen uns schlüssige Antworten. Ich will noch einen Punkt erwähnen, ein Thema, das nicht ganz von dem neuen Konzept abgekoppelt werden kann, ist das QSH, das Qualifizierungsmodell für Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen, das wir schon aufgesetzt hatten und das jetzt im vergangenen Jahr durch die Landesregierung vorgestellt wurde. Auch das wird in Punkt 4 Ihres Antrags gelobt. Es wurden viele Vorschusslorbeeren vergeben. Wir halten das für eine sehr wichtige Sache. Aber ich denke, auch hier bringen Vorschusslorbeeren wenig, sondern es müssten erst einmal erste Erfahrungswerte vorgelegt werden hinsichtlich des Eignungsfeststellungsverfahrens. Wie viele Personen sind beteiligt? Der erste Durchlauf ist ja beendet. Wie sind die 5 Module verlaufen? Und wie viele der Bewerber haben das Eignungsfeststellungsverfahren, das für April vorgesehen war, April dieses Jahres, durchlaufen? Und was viel spannender ist, mit welchem Ergebnis? Das sind alles Fragen, die offen sind, und die sollte man klären, bevor man sich hinstellt und jubelt und jubelt und jubelt in der Hoffnung, dass die Hoffnungen nicht enttäuscht werden. Insofern, ich hatte es schon gesagt, werden wir uns letztlich bei dem Antrag der Koalition enthalten. Wir werden das weiter aufmerksam beobachten. Der Antrag der SPD, Herr Kollege Degen, greift ebenfalls einige wichtige Punkte auf. Aber Sie machen das, was Sie immer machen. Sie schütten das Kind mit dem Bade aus. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Sie fordern einerseits einen hessischen Bildungsbericht. Und dann heißt es so schön entlarvend, der soll die Grundlage für die Diskussion über die Struktur der Schulen und die Chancengleichheit innerhalb des Schulsystems bilden. Genau das ist der Punkt, was wir nicht wollen, Herr Kollege Degen. Wir wollen nicht schon wieder rein in die Schulstrukturdebatten, die unsere Schulen nicht brauchen. Denn diese, die Schulen, brauchen zwar mehr Selbstständigkeit, sie brauchen aber vor allem Ruhe vor den in den grundlegenden Formen der Schulform und der Bildungsgangdiskussion. Das ist eine Diskussion von gestern. Die sollten auch die Sozialdemokraten endlich beenden. Ihrem Antrag wird man deshalb nicht zustimmen können. Beteiligen Sie sich an einer konstruktiven Diskussion zur Verbesserung unserer vorhandenen Schulen und beenden Sie diese Schulstrukturdebatte. Das Wort hat Herr Staatssekretär Dr. Lösel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei allen Unterschieden in der bisherigen Debatte oder, um es mit Herrn Greilichs Worten zu sagen, bei aller selektiver Wahrnehmung zeigt sich doch in einem Punkt Übereinstimmung. Es hängt von der Lehrkraft ab, wie gut der Unterricht ist. Und genau aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit unserer Lehrkräfteakademie, gemeinsam mit unseren staatlichen Schulämtern und unter Beteiligung von Schulleitungen aller Schulformen, ich wiederhole das, unter Beteiligung von Schulleitungen aller Schulformen die Fortbildung und Beratung für unsere Lehrerinnen und Lehrer neu ausgerichtet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Fortbildungs- und Beratungskonzept konzentriert sich auf die von unseren Schulen benannten Schwerpunkte. Das sind Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist die Berufsorientierung, das sind die Ganztagsangebote, das ist die Medienbildung. Und, liebe Frau Faulhaber, um Ihre Frage zu beantworten, das ist natürlich auch Inklusion und das ist natürlich auch die Integration von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache. Selbstverständlich können Schulen weitere Themen benennen, wenn sie es für wichtig erachten für die Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler. Auch dazu wird es dann Fortbildungsangebote geben. Die Unterstützung der Arbeit der Schulen basiert auf drei Komponenten. Erstens die Neuausrichtung der Schulevaluation, zweitens die Neuausrichtung der Lehrerfortbildung und drittens die Neugestaltung der Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern. Auf diese drei Komponenten möchte ich kurz eingehen. Zunächst zur Neuausrichtung der Schulevaluation. Wir haben 2 Runden Regelinspektion an allen Schulen durchgeführt. Die Regelinspektion war grundsätzlich eine richtige, eine wichtige Maßnahme, um zu sehen, wo die einzelne Schule steht. Ein wesentlicher Befund der Evaluation der Regelinspektion war, dass Schulen mehr Unterstützung benötigen im Bereich der Qualitätsentwicklung. Ich komme nicht umhin, Sie an dieser Stelle an unseren Bildungsgipfel zu erinnern. Dort arbeitete eine Arbeitsgruppe Schulevaluation, also genau zu diesem Thema. Und diese Arbeitsgruppe hat übereinstimmend
herausgearbeitet, dass eine dritte Runde der Regelinspektion nicht zielführend wäre, weil sie Schulen im entscheidenden Bereich der Qualitätsentwicklung nicht nachhaltig unterstützen würde. Es wurde auch herausgearbeitet, dass die interne Evaluation gestärkt werden muss und die bei der internen Evaluation ermittelten Entwicklungsfelder der einzelnen Schule dann durch Beratung intensiv begleitet werden müssen. Und es wurde herausgearbeitet, dass die externe Evaluation durchaus weiterhin anlassbezogen möglich sein soll. In diesem Sinne haben wir die Schulevaluation neu ausgerichtet. Wir unterstützen die Einzelschule nun zum einen durch eine externe Evaluation, allerdings auf Abruf, und zum anderen durch Schulberatung. Das ist genau das Angebot, meine sehr geehrten Damen und Herren, das unsere Schulen sich wünschen, und es ist genau das Angebot, das nach der zweiten Runde der Regelinspektion sinnvoll ist. Schulberatung lässt sich vielleicht am besten anhand eines praktischen Beispiels erklären. Ich habe gerade von der AG Schulevaluation im Bildungsgipfel gesprochen. Da sagte uns ein Schulleiter, meine Schule ist prächtig. Wir sind prima in Deutsch, wir sind prima in Fremdsprachen, wir haben ein breites Portfolio im Bereich Schulpartnerschaften und Austauschprojekten. Wir gewinnen Preise in Geschichte, wir sind MINT-EC-Schulen, sogar in Jugend trainiert für Olympia sind wir erfolgreich. Und für fast alle Fächer gilt, die Fachschaften arbeiten engagiert an der Weiterentwicklung der Schulqualität. Aber an einer Stelle, sagte dieser Schulleiter, sind wir schwach, in Musik. Wir brauchen keine dritte Runde Regelinspektion. Wir wissen, wo unsere Schule steht. Wir brauchen Unterstützung im Bereich Musik und vorher eine professionelle Bestandsaufnahme. Und diese Aussage, meine sehr geehrten Damen und Herren, sagt genau das aus, was unsere Schulen bewegt. Sie kennen ihre Entwicklungsfelder sehr wohl, und sie wollen sich in diesen Bereichen auch verbessern. Und auf Wunsch der Schulen unterstützen die Schulberaterinnen und Schulberater nun die einzelne Schule. Vielleicht kommen auch Externe dazu, im genannten Fall vielleicht ein Schulleiter oder auch Kolleginnen und Kollegen aus der Fachschaft Musik einer Schule, die ein ähnliches Problem hatte, das aber lösen konnte. Vielleicht kommt auch ein Ausbilder dazu aus einem Studienseminar. Das alles ist möglich. Das alles organisiert die Schulberatung. Und mit dieser Maßnahme unterstützen wir die Schulen genau dort, wo sie es brauchen und wo sie es sich wünschen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zur Neuausrichtung der Lehrkräftefortbildung. Es gibt zahlreiche Fortbildungen für unsere Lehrkräfte. 3.500 Veranstaltungen waren es allein im vergangenen Jahr. Aber davon kam zu wenig im Unterricht an. Und deswegen setzen wir an zwei Stellen an. Zum einen verstärken wir solche Fortbildungsformate, von denen wir wissen, dass sie eine höhere Wirksamkeit für die Unterrichtsqualität haben. Das gilt insbesondere für Fortbildungen, die mit praktischen Erprobungsphasen im Unterricht kombiniert werden. Und zum anderen werden wir uns in Zukunft weniger an einzelne Lehrerinnen und Lehrer wenden, sondern vor allem an Gruppen, z.B. an Fachschaften oder Jahrgangsteams. Indem wir diese Teams gemeinsam fortbilden, erhöhen wir die Wirksamkeit von Fortbildung deutlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich komme abschließend zur Neugestaltung der Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern. Wir möchten potenzielle Schulleiterinnen und Schulleiter zukünftig noch gezielter auf ihre Tätigkeit vorbereiten und, wenn sie dann im Amt sind, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben begleiten. Lehrkräfte, die Schulleiterinnen oder Schulleiter werden wollen, durchlaufen zukünftig eine verbindliche Vorbereitung. Diese besteht aus einer Qualifizierungsphase und einem Eignungsfeststellungsverfahren. In der Qualifizierungsphase werden die Kompetenzen vermittelt, die Schulleiterinnen und Schulleiter brauchen. Das sind Kommunikation in der Leitungsrolle, unterrichtswirksame Führung, Schulbudget, Schulrecht und Qualitätsentwicklung. Im Eignungsfeststellungsverfahren wird dann überprüft, ob die Lehrkraft, die an der einjährigen Qualifizierung teilgenommen hat, auch tatsächlich über die entsprechenden Kompetenzen verfügt. So sichern wir schon vor Amtsübernahme, dass die zukünftigen Leiterinnen und Leiter eine Schule und, liebe Frau Faulhaber, ich sage es ganz bewusst, dass diese zukünftigen Leiterinnen und Leiter eine Schule
gut führen können. Denn wir glauben nach wie vor daran, dass eine Schule einen Schulleiter braucht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fasse zusammen. Wir entwickeln die Schulevaluation in Orientierung an den individuellen Bedürfnissen unserer Schulen weiter. Wir richten unsere hochwertigen Fortbildungs- und Beratungsangebote zum einen auf die zentralen Schwerpunktthemen unserer Schulen, zum anderen aber auf konkrete schulspezifische Themen aus. Und wir stärken unsere angehenden Führungskräfte noch zielgerichteter und noch frühzeitiger. Das ist ein gutes, das ist ein stimmiges Gesamtkonzept. Es wird unsere Schulen sicher und verlässlich in die Zukunft tragen. Vielen Dank. So. Vielen Dank. Die Rednerliste ist erschöpft. Im Gegensatz zu den Rednern. Okay. Gut, ich hätte meine Rastasburg. Okay. Ich habe festzustellen, dass mitgeteilt worden ist, dass beide Anträge in den Ausschuss gehen. Dem widerspricht keiner. Ist das so beschlossen?